Ich freue mich, Fries Künstler bei den Linksnet Talks heute begrüßen zu können. Hallo Fries. Hi, Charlotte. Fries gearbeitet an der Martin-Luther-Universität in Halle, dort am Institut für Pädagogik und forscht und arbeitet schwerpunktmäßig zu den Themen soziale Ungleichheit und Armut. Und nicht nur, aber oft im Modus poststrukturalistischer Gesellschaftsanalyse, Gesellschaftskritik. Zum Beispiel im Rahmen von Diskurs- und Subjektforschung. Und Fries hat ein Buch geschrieben, was in Kürze bei Transkript erscheinen wird. Und es heißt Prekäre Subjektivierung: Kämpfe ums Möglichwerden im Kontext von Mutterschaft und Erwerbslosigkeit. Und das ist das Buch, über das wir heute auch kurz mit Fries sprechen können. Vielleicht steigen wir ein, indem du ein bisschen was erzählst über den Kontext, in dem so die Frage und aber auch das Ziel des Buches entstanden ist. Du steigst ja ein mit einem Verweis auf den deutschen Armuts- und Reichtumsbericht und kommst dann von dort irgendwie zu der Frage des Buches. Vielleicht kannst du da mal erläutern, was dich umgetrieben hat. Ja, gern. Also genau, es ist, ich starte mit dem Armuts- und Reichtumsbericht, aber eigentlich ist es mehr oder weniger ein Aufhänger. Es könnte auch ein anderer sein, der mir dazu dient, irgendwie kurz plausibel zu machen, dass, obwohl sozusagen die gegenwärtige gesellschaftliche Lage ja augenscheinlich ziemlich durch Ungleichheit geprägt ist, es eben nicht so ist, dass daraus automatisch quasi eine politische Subjektivierung oder Widerstand oder sowas folgt. Und das ist auch quasi die Frage, die mich in dem Buch umgetrieben hat oder die sozusagen vielleicht die Rahmung darstellt, nämlich die, warum aus einer prekären gesellschaftlichen Lage nicht automatisch ein politisches Subjekt folgt. Und da bin ich ja jetzt nicht die allererste Person, die sich damit beschäftigt, sondern man kann vielleicht vielmehr sagen, das ist irgendwie eine Grundfrage von kritischer gesellschaftswissenschaftlicher und erziehungswissenschaftlicher Forschung, so mit der sich schon total viele beschäftigt haben. Und das, was ich aber sozusagen versucht habe zu tun, ist, diese Frage nochmal aus sagen, der Perspektive einer poststrukturalistischen Subjektivierungsforschung anzugucken. Und zwar da, also sozusagen, was heißt das? Das heißt insbesondere irgendwie eben, was es bedeutet, auf diese Frage zu blicken, welche Potenziale sich dafür ergeben, wenn man ernst nimmt, dass quasi Gesellschaft und Subjekt sich nicht gegenüberstehen, sondern aufs Engste miteinander verknüpft sind. Und aus dieser Perspektive habe ich mir sozusagen dann angeguckt, wie eigentlich prekäre Subjektivierungsprozesse stattfinden. Also solche quasi Prozesse der Subjektivierung, innerhalb derer Individuen stetig um ihre gesellschaftlichen Existenzweisen sozusagen kämpfen müssen und inwiefern und warum und inwieweit das sozusagen dazu beiträgt, dass politische Subjektivierung erschwert wird oder zumindest nicht automatisch erfolgt, aber wie sie natürlich trotzdem auch sich gestaltet. Und das genau habe ich empirisch und systematisch gemacht, also sowohl irgendwie mit Theorien gearbeitet als auch mit Interviewmaterial. Genau. Vielleicht kannst du kurz nochmal aus der theoretischen Perspektive erklären, was gemeint ist, prekäres Subjekt, politisches Subjekt, dann vielleicht anlehnend an das, was du gerade gesagt hast, dass eben Gesellschaft und Subjekt sich aus der poststrukturalistischen Perspektive nicht gegenüberstehen, sondern von Anfang an miteinander so verwoben sind. Genau, also das ist sozusagen so die eine große Basic-Erkenntnis poststrukturalistischer Forschung. Und das, wovon ich sozusagen erstmal ausgehe, ist zu sagen, das ist irgendwie wichtig ernst zu nehmen. Und zwar nicht nur, weil das theoretisch überzeugend ist, sondern auch, weil daraus, so würde ich zumindest sagen, praktische Konsequenzen für quasi politisches Denken und politisches Handeln und auch sozusagen politische Praxis folgen. Weil man sozusagen, wenn man das ernst nimmt, anders darauf blickt,
wie sozusagen sich Subjekte ihrer gesellschaftlichen Bedingungen bewusst werden können oder eben auch nicht oder wie sozusagen dieser Prozess irgendwie vielleicht verstanden werden kann. Und das, worum es mir dabei vor allem ging, ist sozusagen diesen Prozess oder diese Art und Weise, wie quasi Individuen zu Subjekte werden, damit zusammenzudenken, dass sie das nicht in gleicher Weise tun, sondern eingebettet in soziale Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Also, dass wir zwar alle irgendwie Subjekt werden müssen, um überhaupt sozusagen irgendeine Position in der Gesellschaft zu haben, aber dass wir das ja natürlich, und das ist ja unmittelbar einleuchtend für alle, die sich in irgendeiner Form schon mal mit sozialer Ungleichheit beschäftigt oder konfrontiert gesehen haben, wir das eben nicht auf gleiche Art und Weise tun. Und das sozusagen ernst zu nehmen und zu betrachten, habe ich irgendwie in der DIS gemacht, eben ausgehend von dieser Frage, was das heißt für die Möglichkeiten und Unmöglichkeitsbedingungen davon, zum sozusagen politischen Subjekt zu werden. Und was hieß das dann für deine empirische Forschung? Wie bist du da Vorgang, also wie hast du diese Fragen dann übersetzt in beantwortbare Forschungsfragen? Genau, also eigentlich ist der empirische Teil eben gar nicht nachgeordnet gewesen, sondern vielleicht kann man sogar sagen, der Ausgangspunkt des Buchs irgendwann mal gewesen, weil ich in anderen Projekten und in anderen Kontexten immer wieder sozusagen die Erfahrung gemacht habe, dass sozusagen, wenn wir Leute befragt haben im Kontext von Armut und Prekarität, dass die sozusagen von sich wegverweisen, von sozusagen also arm zu sein oder davon betroffen zu sein. Und das hat mich irgendwie, also genau, das hat mich interessiert, das hat mich stutzig gemacht, das wollte ich mehr verstehen. Auch weil ja so eine, genau sozusagen, oftmalige sozusagen Annahmen innerhalb von eher so einem poststrukturalistischen Kontext ist ja, okay, wenn man irgendwie eine Bezeichnung quasi gefährlich ist, dann resignifiziert man die halt. Das heißt, man wertet die um, man sozusagen besetzt die neu, wie man das in Bezug auf Queer zum Beispiel ganz als so klassisches Beispiel irgendwie sehen würde. Und mich hat interessiert und interessiert auch immer noch, warum das sozusagen manchmal geht und manchmal nicht geht. Und ich glaube, dass das irgendwie wichtig ist, sich anzugucken. Und das war so der Ausgangspunkt auch mit für das Projekt. Und was ich dann konkret gemacht habe, ist, dass ich Interviews geführt habe mit jungen erwerbslosen Müttern, die in so Aktivierungsmaßnahmen vom Jobcenter waren. Das heißt, die sozusagen durch so Maßnahmen, sozialarbeiterische Maßnahmen dazu gebracht werden sollten, gute Mütter zu sein, und zwar sowohl im Hinblick auf quasi die ideale gute Mutterschaft, aber auch im Hinblick eben darauf, ein Erwerbssubjekt, ein erfolgreiches Erwerbssubjekt sozusagen zu werden. Was ich die gefragt habe, ist, wie sie eben in diesem Konglomerat von super vielen Anforderungen und Erwartungen und auch widersprüchlichen und paradoxen Situationen, wie sie damit umgehen mit diesen ganzen gesellschaftlichen Anforderungen und sozusagen Erwartungen und so weiter, und wie sie sich dazu ins Verhältnis setzen. Und das, was das sozusagen mir in Bezug auf diese Frage von prekärer politischer Subjektivierung quasi zeigen konnte oder was ich versucht habe, damit herauszuarbeiten, ist quasi, wie die sich in unterschiedlicher Weise dazu verhalten, eben durch so gefährliche Adressierung an den Rand des Sozialen verwiesen zu sein. Das heißt, irgendwie eben angerufen zu werden als Risikomütter oder als solche, die es eben nicht schaffen, gute Mutter zu sein, und welche verschiedenen Arten und Weisen es gibt, wie die sich darauf sozusagen verhalten, wie sie sich dazu ins Verhältnis setzen, wie sie damit umgehen. Und das umfasst ein gesamtes sozusagen Spektrum eben von eben Umdeutungen, aber auch quasi dem Versuch sozusagen zu sagen, boah, diese Anforderungen als solche sind doch total falsch, aber eben auch, und das in meinem Material zumindest häufiger, durchaus auch welche oder oft der Punkt, wo es eben nicht in so einer Form eine Infragestellung der gesellschaftlichen Ordnung beinhaltet, sondern vielmehr gesagt wird, ja, diese zum Beispiel Ideen von Risikomüttern, dass junge Mütter sozusagen nicht gut sind, die treffen an sich schon zu, aber eben auf mich nicht. Und dieses ganze sozusagen Spektrum und Feld anzugucken, ist das, was ich quasi im empirischen Teil gemacht habe, um dann
davon auszugehen, sozusagen mir anzugucken, was das jetzt eigentlich heißt für eine gegenwärtige quasi gesellschaftliche Gegenwartsdiagnose, also was man daraus auch folgen kann, eben in Bezug auf so Fragen von, wie die Gesellschaft gerade ist und welche Unmöglichkeitsbedingungen es darin gibt, zum politischen Subjekt zu werden. Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen spoilern und so ein bisschen vorwegnehmen, was rausgekommen ist. Also warum jetzt das prekäre Subjekt nicht automatisch ein politisches ist und was die konkreten gesellschaftlichen Bedingungen vielleicht auch sind, in denen das so passiert bzw. nicht passiert. Ja, voll. Also genau, ich glaube sozusagen eine zentrale Erkenntnis, die auch nicht ich als erste Person herausgearbeitet habe, aber die sozusagen in dem Material sehr, sehr deutlich wird, ist, wie stark diese Figur des unternehmerischen Subjekts oder überhaupt diese quasi neoliberale Idee davon, dass man es aus eigenem Willen schaffen kann und auch muss, sozusagen wirkmächtig ist. Also sozusagen wie doll die, also es ist sozusagen immer deutlich, wie stark quasi die von mir Interviewten versuchen darzustellen, dass sie aber auf dem Weg sozusagen dazu sind, ein erfolgreiches sozusagen neoliberales Subjekt zu werden. Das ist sozusagen fast gar nicht sozusagen irgendwie hinterfragbar, trotz dessen sie sozusagen permanent total schwierige Erfahrungen machen, schwierige Situationen mit dem Jobcenter haben, es ihnen da auch echt scheiße geht und so weiter so. Und was dann in Bezug auf die Frage von irgendwie politischer Subjektivierung aber interessant ist, ist, dass Möglichkeiten sozusagen oder vielleicht daran anschließend sozusagen sich auch zeigt, ist, dass es natürlich durchaus im Material von denen, also sozusagen, dass ich natürlich Momente finde, wo sie quasi in Frage stellen, wie gesellschaftlich quasi die Bedingungen sind, oder denen sie leben oder wie mit ihnen umgegangen wird. Und das ist aber in Bezug auf Klasse, also in Bezug eben auf die Infragestellung zum Beispiel dieses neoliberalen Bilds oder darauf hingehend, dass sie eben nicht alle die gleichen Chancen haben und dass es sozusagen auch andere Bedingungen sind, die ja dazu führen, sozusagen in einer prekären Lage zu sein oder sowas, dass es dahingehend eigentlich für sie fast ganz und gar unmöglich ist, das zu thematisieren. Also es ist einfach kein Horizont, in dem sie die eigene Situation denken oder denken könnten. Und das ist anders, wenn auch nicht durchgehend so, aber zum Beispiel in Bezug auf Geschlecht, wo es durchaus Momente gibt, wo das sozusagen herangezogen wird, um auf eine gesellschaftliche Gleichbehandlung hinzuweisen. Und um vielleicht noch ein Beispiel, um das plastischer zu bringen, ist, dass in einer Szene zum Beispiel sehr wohl sich die Interviewte sozusagen stark darüber, also sozusagen ärgert oder quasi skandalisiert, wie eine ihrer letzten Arbeitgeberinnen mit ihr umgegangen ist, nämlich, dass sie sozusagen kein Verständnis für sie hatte, als sie schwanger war und deswegen manchmal irgendwie vielleicht auch körperliche Probleme hatte. Und sie skandalisiert es ganz stark über so einen Bezug auf ein Wir Frauen. Wir Frauen müssen doch aber zueinander stehen. Wir Frauen müssen Solidarität zueinander haben. Und deswegen, wenn selbst meine weibliche Chefin das nicht versteht, dann wie sollen wir denn dann sozusagen darüber hinwegkommen? Und darüber sozusagen geschieht durchaus ja ein Moment von politischer Subjektivierung eben in Bezug auf Geschlecht und sozusagen auch eine Forderung daraus, und was aber dabei überhaupt nicht vorkommt, und das ist so ein bisschen exemplarisch für viele Stellen meines Materials, ist der Bezug darauf, dass aber ja auch eine Klassenunterscheidung darin geht oder eine sozusagen klassenbezogene Unterscheidung ist, nämlich dass es ihre Arbeitgeberin ist und sie eben die Arbeitnehmende. Und das aber quasi ist für sie eben nicht thematisierbar an der Stelle. Also nur als ein Beispiel vielleicht. Und was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Also was ist, welche Konsequenzen ließen sich ziehen? Auch weil die Hoffnung ist ja trotzdem nicht aufzugeben. Aber wie kann man jetzt, wenn du noch einmal darüber hinausgehen könntest, dass es nicht jetzt da so stehen bleibt mit der Unmöglichkeit und das Klassensubjekt kommt nicht mehr zurück? Na, ich würde eben nicht sagen, dass es unmöglich ist. Ich glaube, das ist das erste Wichtige, was uns auch eine poststrukturalistische Perspektive lehrt, ist eben gar nicht in diese Dualität zu verfallen von es ist möglich oder es ist nicht möglich, sondern quasi sich die Bedingungen und Unmöglichkeitsbedingungen anzuschauen, wie es möglich werden kann oder wie es eben unmöglich wird und so weiter. Also, und das ist, glaube ich, auch der erste Teil meiner Antwort darauf, wäre zu sagen,
dass, also genau, das, was ich jetzt mit meiner Arbeit gemacht habe oder versucht habe, ist sozusagen natürlich nur die eine, also ist eine Möglichkeit, sich mit sozusagen dieser Frage von politischer Subjektivierung und so weiter auseinanderzusetzen, die eben auch sehr stark darauf schaut, was sozusagen, genau, vielleicht auch möglich Unmöglichkeitsbedingungen sind oder was es erschwert. Auch weil ich glaube, dass das wichtig ist für eine kritische Gesellschaftsforschung, auch diese Sachen ernst zu nehmen und ernst zu nehmen, wie Menschen existenziell unter den Bedingungen leiden und wie das sozusagen dazu führt, dass nicht alles möglich ist. Und natürlich ist es gleichzeitig aber so, dass es jetzt kein Raum ist, in dem überhaupt kein Widerstand oder so stattfindet. Und das sieht man ja zum Beispiel in Bezug auf diese Frage von wir Frauen als ein Solidaritätsmoment. Und die Frage wäre sozusagen, die natürlich anschließend ist, von was sind eigentlich, was muss geschehen, damit sozusagen zum Beispiel Klasse anders denkbar wird, damit sich sozusagen diese, jetzt in meinem Fall, junge erwerbslosen Mütter anders verstehen können und in anderer Weise zu ihren Bedingungen ins Verhältnis setzen können oder sowas. Und das ist sicher eine politische wie eine pädagogische sozusagen Aufgabe, da an den Bedingungen sozusagen mitzuwirken. Und was ich, glaube ich, nur entscheidend finde oder was auch ein bisschen der Ansatzpunkt des Buchs war, war zu sagen, das ist nicht banal und es ist nicht damit getan, dass man jemanden darüber aufklärt, sondern sozusagen das Verhältnis dessen, wie stark wir sozusagen mit unseren gesellschaftlichen Bedingungen verbunden sind, und das ist ja das, was Subjektivierungsforschung herausarbeitet, das muss man schon ernst nehmen, weil sozusagen nur wenn man das ernst nimmt, man erstens sehen kann, wie doll sozusagen eben diese existenzielle Bedingung darin ist, welche Subjektpositionen zur Verfügung stellen und welche nicht und wie stark auch der Kampf sein muss und ist angesichts sozusagen einer permanenten Infragestellung und Bedrohung und sozusagen an die Grenze verwiesen werden, dahingehend sozusagen Sicherungsprozesse und Möglichkeiten zu entwickeln. Und andererseits aber eben auch sozusagen, dass das was bedeutet für die Art, wie wir politische Mobilisierung oder sozusagen die Frage dessen denken könnten und sollten vielleicht auch, wie sozusagen diese Bedingungen thematisiert werden können. Und dass es dabei eben nicht reicht, sozusagen zu sagen von, wir appellieren an das Klassensubjekt, weil das sozusagen wäre für, also das sozusagen hilft an der Stelle ja gar nicht, sondern erstmal müssen wir auch über Bedingungen nachdenken, die es denen eben auch ermöglichen, sowas als das zu verstehen. Und was heißt das für die Pädagogik, für sowas wie politische Bildung? Weil da hing ja auch eine große Hoffnung dran, eben das kritisch denkende Subjekt, was sich so reflektieren kann und kritisch auf die gesellschaftliche Ordnung blicken kann, eben auch, um sie zu verändern. Vielleicht kannst du da noch einen Satz zu sagen, was das in der Sequenz für so eine Art von Arbeit heißt. Naja, ich glaube, das heißt letztendlich die Ambivalenz auszuhalten, dass, also quasi, du hattest es ja vorhin schon von der Hoffnung, also weder die Hoffnung ganz aufzugeben, dass Bildung und Pädagogik das kann, aber gleichwohl sehr eindeutig eben auch zu sehen, inwieweit Bildung und Pädagogik verstrickt ist in all diese Prozesse. Und auch das ist nicht neu, also auch das ist ja das Thema quasi der letzten 30 bis 40 mindestens Jahre innerhalb von sozusagen pädagogischer und erziehungswissenschaftlicher Reflexion, aber es ist eben trotzdem ernst zu nehmen. Also und das bedeutet eben an der Stelle auch letztendlich was Ähnliches zu dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich dass man sowas wie Mündigkeit zum Beispiel eben nicht als jenseits dieses Verhältnisses von Subjekt und Gesellschaft betrachten kann. Sondern dass quasi auch das eingebettet ist, eben immer schon in gesellschaftliche Verhältnisse und dass wir eben viel enger mit denen verstrickt sind, als dass wir uns einfach sozusagen durch ein pädagogisches Programm von ihnen emanzipieren könnten, sondern dass die Frage ist, wie, also natürlich bleibt aber trotzdem die Frage von, was können auch pädagogische Räume und so dazu beitragen, sich anders zu, dass sozusagen es möglich wird, sich anders zu sich selbst ins Verhältnis zu setzen. Und das ist natürlich was, wo die Pädagogik auch für prädestiniert ist, weil genau das ihr großes Thema ist, also das Selbst- und Weltverhältnis. Aber sie sollte dabei eben nicht einem idealistischen oder nicht sozusagen der Vorstellung verfallen, dass sie außerhalb des Ganzen stehen
würde. So wie ja auch diese Aktivierungsmaßnahmen durchaus pädagogische Maßnahmen sind. Also vielleicht sozialpädagogische, aber auf jeden Fall auch einen starken pädagogisierenden Anteil haben, der ja auch durch eine kritische Wohlfahrtsstaatforschung und Sozialarbeitsforschung vielfach analysiert wurde. Und trotzdem bleibt da drin natürlich ein Moment der Hoffnung, dass sie dennoch auch was dazu beitragen könnte, weil, keine Ahnung, wenn man jetzt diese Maßnahmen nimmt, die ich mir angeguckt habe, ja, zum Beispiel eine der Fragen wäre von, inwieweit wird es eben darin möglich, auch die Bedingungen dieser, in denen sie steht, nämlich unter der quasi, unter den SGB-II-Sachen, unter sozusagen all den Kontextbedingungen selbst zum Thema zu machen und inwieweit kann das geschehen oder kann das nicht geschehen. Und ich glaube, da sollte man auch vorsichtig sein zu sagen, ach, das geschieht eh nie. Vielleicht können wir abschließend noch kurz auf ein Zitat eingehen, was in dem Buch von Fries ganz vorne steht. Von Judith Butler von 2009 aus dem Band Die Macht der Geschlechternormen. Und du hattest schon ein bisschen darauf auch Bezug genommen jetzt, aber ich will es trotzdem noch mal vorlesen, weil es das schön rahmt, finde ich. Also ich lese vor. Der Gedanke an ein mögliches Leben ist nur für diejenigen ein Luxus, die bereits selber wissen, dass es möglich ist. Für diejenigen, die weiter darauf hoffen, möglich zu werden, ist die Möglichkeit eine Notwendigkeit. Ich finde das schön, weil das auch weil es den Gedanken an die notwendige Arbeit daran, Gesellschaft zu verändern, zu verbessern, auf so eine eben wegbringt von so einem Luxusding und hin auf so eine existenzielle Notwendigkeit, die dann auch eben diese Hoffnung notwendigerweise mitträgt. Da kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, aber genau, es ist, ich glaube, es ist der Punkt, dass ich sagen würde, diese klassische Unterscheidung zum Beispiel von Anerkennung und Umverteilung oder so, die funktioniert meines Erachtens nicht. Und die funktioniert nicht nur in Bezug auf Queer-Politik nicht, so, also worauf das ja Butler erstmal auch bezogen hat, sondern die funktioniert und ich finde, das kann man schon mit meinem Material sehen und das ist auch was, worum es mir ging, das quasi anzuschauen. Daraus funktioniert eben auch nicht in Bezug auf eine Frage von sozusagen Prekarität oder sozialer Ungleichheit in dem Sinne, dass es, wenn es um sozusagen ökonomische Ressourcen oder sowas in der Art geht, weil diese Art und Weise, wie quasi es für die formierende Mütter möglich wird, sich zu verstehen oder eben nicht zu verstehen, aufs Engste verknüpft ist mit der Frage, ob sie sozusagen ihre eigene Lage auch als etwas verstehen können, was anders sozusagen sein müsste und was sozusagen auch andere ökonomische Bedingungen sozusagen ihnen ermöglichen sollte, weil sozusagen aber da so stark ist oft diese Idee quasi dessen, nee, man muss, also man schafft es aus eigenem Tun und so weiter, quasi wird eben auch gar nicht möglich, anders sozusagen einzufordern, zum Beispiel für Care-Arbeit bezahlt zu werden oder zumindest eine andere gesellschaftliche Absicherung an der Stelle zu haben. Und ich glaube, dass das wichtig ist für die Frage, wie wir gesellschaftliche Bewegung und Politik und Politisierung und all das sozusagen denken, das eben ernst zu nehmen und weiter in den Blick zu nehmen und auch weiter in den Blick zu nehmen, was aber dazu führt, dass es gelingt. Ja, so vielleicht. Ja, voll schön. Ich danke dir, Fries, für deine Zeit und für das Gespräch und für das Buch. Sehr lesenswert. Ich mache noch mal kurz Werbung. Erscheint bald bei Transkript und heißt Prekäre Subjektivierung. Danke, Fries. Bis bald. Bis bald.